Aber die haben doch alle eine gleiche Lautstärke. Also wenn dann hohe oder niedrige. Vielleicht dann doch Tonart. Niedriger. Hm, zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst gehen und dann einigt. Hm. Gehen und einigen klingt eher nach einer tiefen Taste, weißt du? Auch, ja. Vorsicht, du. Kannst du mal den Rest des Rätsels nochmal anzeigen? Den Rest des Rätsels? Ja, da gab's doch noch einen Teil. Welchen Teil? Na halt, wer ist Schlüssel und so. Ach so, das. Das ist ja bloß die Frage. Ja, vielleicht hilft uns das aber weiter. So. Weg singen, wer wird ein Schlüssel sein? Wer wird seine Sinn und Blumen von. Ja, das ist halt bloß so, wie es geht. Und vielleicht ist es auch logischer, von rechts nach links zu gehen, weil. Probieren kann man es auf jeden Fall. Die Medaille ja auf der rechten Seite, auf der linken Seite vom Klavier ist. Hm. Aber die blutverschmierten Spuren gehen von links nach rechts, ne? Ich weiß nicht, ich erkenne da keine wirkliche Richtung drin. Die könnten nach rechts gehen, die könnten nach links gehen, die beiden da vorne. Es sind halt Blutspritzer. Versuchen wir das mal, so wie du das gedacht hast. Müssen wir mal die Tasten hier durchkennen. Also das ist die 1, dann die 2. Hier hätten wir die Die Quelle, beiden funktionieren die, beide? Die da höher fliegt. Hier hätten wir, Fangen wir einfach mal an. Einfach nur nehmen. Also Pelikan, weiß, aber gierig. Also vielleicht hier vorne. Ja, dann Taube, soweit wie sie konnte, vielleicht die ganz hinten, die jetzt. Hm. Genau, dann Schwarz, höher als Taube, vielleicht die, Nee, können bloß die. Und die, weiß ich nicht. Höher als Taube, vielleicht einfach bloß die schwarze rechts daneben. Die da. Dann haben wir Schwan. Der wollte ja neben einem anderen Vogel. Also und das friedlich. Könnte die Taste zum Beispiel sein. Die funktioniert auf jeden Fall. Ja, nimm die. Und dann die Krähe schwarz. Das müsste dann die schwarze ganz... Ne, die nicht. Die funktioniert nicht. Die auch nicht. Weil die ist zu hoch. Hätten wir die nehmen müssen eigentlich. Hm. Jupp. Was passt denn hier eher zu der Krähe? Ich glaube mal, das passt doch eher zu einer Krähe, oder? Das ist, naja... Aber die ist doch, ist kommt schnell Taste zu stehen da. Und fängt an zu gehen und nickt ein. Naja, ich meine, dann ist das der Rabe. Der Rabe, ja, sein will. Das wird der da sein. Weil hier ist keine angrenzende Taste. Aber das hat damit ja gar nichts zu tun, glaube ich. Meinst du? Aber da steht doch auch höher als. Also höher als diese Taste halt. Ja, alle schwarzen Tasten sind höher als die Taste. Das stimmt. Jetzt sollten wir uns vielleicht noch auf eine Richtung einigen vorher. Hm. Kannst du mal gucken, wie viele Tasten nicht funktionieren? Wie viele sind das? 5? Ich habe die jetzt nicht gezählt. 1, 2, die beiden funktionieren. Die funktionieren. Die nicht. 2, funktioniert nicht. Kannst du mal bitte alle, die nicht funktionieren, durchgehen? Habe ich doch eben gemacht. Nochmal, bitte in der Reihenfolge, die ich jetzt sage. Die wäre? Die schwarze da, oben links, genau die. Dann die weiße Taste direkt da drunter. Ja. Dann... Die weiße Taste da ganz außen. Also nicht ganz außen, sondern eine weiter und noch eine weiter. Du musst schon sagen, wo. Rechts. Eine weiter. Genau die. Noch eine weiter. Und dann die schwarze mal bitte. Kann natürlich sein, dass das passt, aber halt vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Nur mal zuerst die beiden. Dann mach ich mal die. Die beiden weißen. Dann die andere weiße. Dann die hier. Die schwarze, dann die eine weiße, die nicht funktioniert. Das ist die dann links daneben. Ja. Und jetzt die schwarze. Hier oben. Nee, die daneben. Wieder. Hm. Dann muss es schneller sein. Weil es sind genau 5 Tasten, die nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Das würde eher zu unseren Vögeln passen. Außerdem sind es auch genau die Farben, die wir brauchen. Das noch dazu.
Also gehen wir das doch nochmal durch. Wir haben hier die Nummer 1. Außerdem heißt es ja auch, glaube ich, die Vögel, die stumm waren irgendwie. Ne? Genau, die stummen Vögel. Passt, ja. Oh, das ist aber gemein. Ja, es hätte uns eigentlich auffallen sollen, als wir 7 Tasten gezählt haben. Mhm. Naja, aber das schwierig, das Rätsel ja im Prinzip nur. Ja. Außerdem können wir natürlich auch komplett daneben liegen. Ich denke mal, das passt. Das klingt gut. Hat man halt die hier. Das war eine Funktion. Warte mal, vielleicht sollten wir anfangen mit der hier. Aber einfach mal mit. Die hat auch noch funktioniert. Die funktioniert. Fang einfach mal mit der ganz rechten an, die nicht funktioniert. Die jetzt nimm mal die ganz linke, die nicht funktioniert. Weil das ist ja die Taube, die soweit geschafft hat. Jetzt eine. Das wäre die da? Ja, nur ruhig die Krähe. Dann. Haben wir noch die da? Ja, die. Und die da. Die funktioniert leider. Die funktioniert. So, die ganz rechts funktioniert nicht. Die da, okay, dann. Haben wir die da? Genau, dann die ganz hinten. Und die. Die hier. Und die hinten. Hm. Wir kommen der Sache, glaube ich, auch schon mal auf der Spur. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich verläuft. Weißt du? Stummen Tauben passt aber. Vielleicht ist okay, es auch stumm Vögel, besser gesagt. Bin ich mir gar nicht mal so sicher, wie gesagt. Versuchen wir es mal von links. Warte, ich habe einen Plan. Der wäre? Nimm mal die zweite von. Also die zweite Taube, die rechts ist. Also die zweite. Hier? Nee, nicht die. Mach mal eine Taste, die klingt bitte dazwischen. Genau. Und jetzt fangen wir mit der an. Dann geh zu der ganz weit vorne. Genau. Dann die. Der Rabe. Jo. Jetzt die dahinter. War die falsche. Ich meinte die hier. Achso, wir haben aber auch die da als erstes. Weil, nee, die will ich als Ausgangstaste haben. Achso. Als Pelikan, der erpicht ist, weißt du? Dann machen wir nochmal eine. So. Genau. Die da. Genau die. Dann die. Die da. Dann die. Die dann da. Die. Genau. Und jetzt die. Verdammt. Ich habe gesagt, weil der Schwan ja direkt neben irgendeinem ist. Ja. Dass das die weiße dann ist. Tja. Wir können auch mit dem anfangen. Haben wir doch. Haben wir ja, stimmt. Versuch es einfach mal wieder nach dem alten Schema, was wir da haben. Richtig, vielleicht wollen wir einfach mal von rechts nach links machen. Von links nach rechts machen, meine ich. Von links nach rechts, ja. Wäre das ja so, dann hätten wir... Die? Aber macht das dann Sinn mit der... Na gut, die können ja... Stimmt, die kann ja doch da oben. Hier haben wir den Kollegen. Genau. Und dann die ganz rechts, die links, die schwarze Taste. Bam. Ja. Alter. Master of the Rätsel Universe. Ja. Ist gut. Bam, Brofist. Brofist. Ja, hier, Community Brofist. Community Brofist. Das war mein Rätsel. Das war mein Rätsel. Das geschafft haben. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es auch kaum. Das ist dein Silbermedaille. Mitnehmen? Ja, klar. Wird eingepackt. Ja. Wollen wir dann zur Infinity zum Speichern? Ja, sollten wir auf jeden Fall. Oh, nee. Jetzt kommt wieder der Ärger des Lebens, ne? Stirb. Komm, Kollege. Ich glaube es immer noch nicht, dass wir das geschafft haben. Vor allem das mit den stummen Vögeln, klar, da. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute da wie bekloppt. Ich renne einfach durch, okay? Ja. Du weißt ja, wo es lang geht. So ungefähr. Ich gucke jetzt auch nochmal auf die Karte. Ganz kurz zur Orientierung, ne? Ja, wir sind. Du hättest jetzt eigentlich links lang mal aufgelöst. Ja, aber die haben ja neue Positionen, wenn ich hier rein und rausgehe. Ja. Also einfach nur links rum. Nein, du hast eine bekloppte Position. Bam. Na. Ja, wir haben so viel Zeit da drin verbracht. Da respawnen die einfach die Säcke, falls das nicht so gut war, die wir das gar nicht erledigt haben. Ja. Zwei Säcke. Stellt er sich echt noch an deine Beine. Ja, der ist doch schon tot. Los! Jetzt hau die drauf. Bei der Macht des Mondsteins, Harry.
definitiv durch einmal. Hm, was steht da eigentlich? Das Bild eines Uhrenturms. Hm. Mega. Reload. Oh. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache mit dem Uhrenturm. Weißt du, ich habe noch mehr Angst vor dem Bild. Wollen wir es uns nochmal angucken? Klar, wenn wir eh gerade nichts zu tun haben, ne? Wer würde sich das nicht ins Zimmer hängen? Alter. Also als Fanbild ist das schon ganz geil. Mhm. Das wirklich in irgendeinem Zimmer hängen zu haben. Ja. Aber am besten in einem, wo man nicht so oft hingeht. Möchte ich auch mal, keine Ahnung, eine Garage oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Böses. Kann es sein, dass da. Kannst du das bitte nochmal anklicken? Ja. Kann es sein, dass da was an der Tür steht? Meinst du im oberen Fenster? Ja. Ja. Klar, da wird irgendwas Böses sein. Also, so eine Tür baut man ja nicht, um da irgendwie was Nettes einzusperren, Schaf oder so. Das wäre natürlich auch geil. Diese Tür so auf. So eine Tür bauen und dann ist dahinter so rosa-rot-Ponyland. Alter. Das ist quasi die Hölle. Ja, dann macht es aber auch wirklich Sinn, so eine Tür zu bauen. Wenn ich mal eine Tochter habe, ne? Ja. Geh da nicht rein. Du wirst es bereuen. Ja, wir gehen da jetzt mal hin und machen. Ach ja, wir wollten zur Infirmary. Stimmt, warum bin ich hier? Naja, das Bild hat so eine Anziehungskraft, weißt du? So, da sollte es eigentlich in die Eingangshalle gehen und hier zur Infirmary. Ja. Okay, der Speicherpunkt befindet sich genau dort drin. Steht da nicht noch ein Dingens auf der Dingens? Ist das ein Tonikum? Ich weiß nicht, ich speichere erstmal. Er weiß es nicht, er speichert erstmal. Gespeichert. Am Ende können wir sagen, wir haben nicht gespeichert. Theoretisch. Hm. Weil wir keine Spielstände hier drauf haben. Ja, jetzt habe ich da nochmal. Ja, das wird sich hoffentlich das nächste Mal ändern. Ich hoffe, das funktioniert auch mit diesem Schnellspeichern. Das ist nicht erprobt. So, dann würde ich sagen. Willst du nicht nochmal in Uhrenturm und so? Naja, wir haben aber eigentlich gesagt. Du dann. Vielleicht komm. Machen wir es beim nächsten Mal. Einer geht noch. Nee. Wenigstens einsetzen. Komm, wir können hier bestimmt nochmal rein. Genau, weil er das jetzt gesagt hat, geht's nicht. Einfach nur, weil er es gesagt hat. Du darfst gerne spielen, ich habe kein Problem. Wenn du spielst, mach das. Okay. Ich werde das auf mich nehmen. Also ich glaube auch, du kannst auch von mir aus die ganze Zeit spielen. Hä? Mir reicht das Zugucken schon. Nee. Doch, mir reicht das Zugucken vollkommen. Also. Wir hauen das hier zu zweit durch. Ne, ich stehe doch daneben. Ein silberner Mond. Los, komm. Echt jetzt? Was habe ich gesagt? Die Zeiger sind auf 5 Uhr stehen geblieben. Na. Das Rätsel ging um 5 muss man Feuer machen oder so, ne? Wir müssen in den Keller. Wir müssen in den Keller, denke ich. Der war genau unter dem Uhrenturm. Weißt du? Ja. Wir probieren es einfach nochmal, okay? Ja. Naja, das war ja die falsche Seite. Oh, die Kamera. Ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Solltest du auch nicht sagen. Oh, mein Arme tun weh. Lass uns nochmal das Blatt vorher durchlesen. Der Turm steht auf 5. Ist, glaube ich, der Inhalt des Blattes gewesen. Echt? 5 Uhr und dann. Da standen aber auch noch andere Uhrzeiten. Ja, 10 und 12 war es noch. Ja, das ist hier also das Chemielabor. 10 Uhr. Und ja. Hier ist 5 Uhr. Zum Beispiel schon 5 Uhr Dunkelheit. Die erstickende Hitze bringen. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie die Türzeit an. Der Turm stand ja auf 5. Mhm. Das heißt, wir haben die perfekte Uhrzeit. Vielleicht hat sich die Uhrzeit verändert mit jedem Mal, dass wir irgendwas, naja, gemacht haben. Und wir vielleicht haben hat sich auch eingestellt dadurch, dass man die Stücke eingesetzt hat. Stimmt. Genau das sollte es eigentlich sein. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt wahrscheinlich nach unten, um da irgendwas zu machen. Ich bin aus Versehen falsch gekommen. Hast du auch gar keinen Sound? Ich hab Sound. Dann liegt das hier an unserem Y-Kabel. Ja, ich höre nämlich gerade gar nichts.